Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es darum, wie man diese LED-Strips netzwerkfähig macht. Das heißt, über ein Smartphone steuern kann oder auch über den Computer steuern kann. Was wir dazu benötigen, hardware-technisch, ist natürlich diesen Strip, ein paar Kabel. Dann brauchen wir das Arduino-Board mit einem Ethernet-Schild, damit es netzwerkfähig ist. Und wir brauchen diese Relaiskarte. Wie das verdrahtet wird und welche Software benötigt wird, erfährt ihr in diesem Video. Vorab aber noch eine Information zur Montage von diesem LED-Strip. Wir verwenden hier sogenannte Aluprofile mit einer Milchglasfolie. In dieses Profil wird der LED-Strip hineingelegt, das heißt, er hat hier eine Breite von 1 cm, das sollten alle LED-Strips hineinpassen, und dann nach der Montage an der Wand oder an der Decke wird dann hier diese Folie eingeschoben, das heißt, die wird dann wirklich in dieses Profil hineingeschoben. Das hat dann den Vorteil, dass die LEDs nicht mehr so extrem sichtbar sind und man angenehmes Licht bekommt. Weiter geht es dann mit dem Hardwareaufbau. Man benötigt hier das Arduino-Board, steckt das Ethernet-Schild drauf und verbindet mit 4 Drähten die Relaiskarte. Bei der Relaiskarte gibt es hier einmal die 5 Volt und einmal die Ground-Leitung, das ist hier die Stromversorgung, und dann wird hier bei den digitalen Outputs vom Arduino-Board, also in unserem Fall der Pin 2 und 3, der wird verwendet, um hier die Relais zu schalten. Das heißt, wenn diese 5 Volt Spannung ausgeben, dann zieht hier eines von diesen beiden Relais an. Und dadurch können wir über die Software große Ströme mit diesen Relais schalten. Die Software benötigt die Standard-Libraries, die sollten bereits vorhanden sein. Weiters muss hier die IP-Adresse, das Gateway und die Subnet-Mask definiert werden. Das ist hier sehr wichtig, da wir hier statisch arbeiten und nicht über ein DHCP. Weiter unten muss man dann noch die Pins definieren für die Relais. Das heißt, wir haben hier einmal den Pin 2 und einmal den Pin 3. Der Rest von der Software ist für die Anfänger eigentlich nicht relevant. Hier ist nur der integrierte Webserver und ganz unten ist die Auswerteeinheit, das heißt, wenn wir hier oben in der URL, das sehen wir dann, den Parameter übergeben, wird hier ausgewertet, welcher Parameter das war, und dann wird das Relais ein- oder ausgeschaltet und die Statusvariablen werden aktualisiert. So sieht der Teil von der Software aus. Wenn man hier oben die Parameter geändert hat, dann kann man eigentlich mit dem Upload bereits beginnen. Wenn die Software entsprechend angepasst wurde, dann kann man hier gleich mit dem Upload der Software beginnen. Wir werden dann einen kurzen Live-Test durchführen, deshalb sollte auch die Ethernet-Verbindung und alle anderen Verbindungen bereits korrekt angeschlossen sein. Wenn die Software hochgeladen wurde, dann kann man hier die IP-Adresse eingeben, man gelangt aufs Interface und kann am unteren Ende der Tabelle hier mit den Buttons die LEDs steuern, also das heißt die Relais ein- und ausschalten. Wenn man mit dem Test zufrieden ist, dann kann man hier diese Platine oder diese Entwicklung gleich fix einbauen. Wir werden das vorab noch in unserem Verteilerschrank testen. Wir haben hier so einen Verteilerschrank von unserer Photovoltaikanlage und hier nehmen wir auch gleich die 12 Volt für den LED-Strip. Das kostet uns dann keine Energiekosten und wir haben auch gleich hier die 12 Volt Stromversorgung. Zuerst wird natürlich das Netzwerkkabel und die Stromversorgung angeschlossen. Dann sollte die Platine bereits wieder leuchten. Weiter geht es dann mit der Verdrahtung von LED-Strip. Dazu werden hier diese zwei weißen Kabel, das sind hier zwei so kurze Kabel, die an beiden Enden offen sind, die werden hier an diese Printklemme angeschlossen. Wir haben hier das erste Relais im Betrieb. Und wir haben dann so einen Schließer, das heißt, sobald hier Spannung am Relais anliegt und es anzieht, dann werden diese beiden Kontakte miteinander verbunden. Das funktioniert eigentlich so wie ein Lichtschalter. Das heißt, sobald hier Spannung anliegt, ziehen die zusammen, als wie wenn der Lichtschalter betätigt wurde. Und das Ganze wird dann hier auf unsere Klemme angeschlossen. Wir haben hier eine Klemme direkt von der Batterie. Hier kommen dann die 12 Volt heraus. Und auf diese 12 Volt Klemme, da werden wir jetzt hier den Minuspol, also das weiße Kabel, einmal entfernen. Das werden wir dann hier so umbauen, dass wir hier den
Schalter oder beziehungsweise hier in diesem Fall das Relais dazwischen schalten. Das heißt, wir nehmen hier die Masseleitung, die aus, wieder aus diesem Grund, da auch hier dieser Schaltschrank nicht nur leitet, sondern auch mit der Hauptmasse verbunden ist, damit wir hier keinen Kurzschluss haben, falls sich ein Draht löst. Und dann wird hier einfach die zwei Leitungen in diesen Kreis hineingeschlossen. Wie gesagt, es gibt hier einen genauen Schaltplan, den gibt es dann auch auf unserer Website zum Nachlesen. Letztendlich steht der große Test an. Wir sind jetzt wieder hier in unserem Vorraum im Keller und werden jetzt hier probieren, den LED-Strip einschalten. Und es hat funktioniert. Das heißt, die Software und auch die Netzwerkverbindung funktioniert. Mit unserem Smartphone können wir jetzt über dieses kleine Interface das Relais steuern und können somit den LED-Strip vollständig ein- und ausschalten. Da alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, werden wir hier die Komponenten jetzt noch professionell verbauen. Dazu haben wir einfach hier auf die Schaltschranktüre, da wo wir noch Platz haben, eine Plexiglasscheibe angebracht, also angeschraubt. Und hier auf dieser Plexiglasscheibe befindet sich das Arduino-Board und natürlich das Relais-Schild. Und dadurch haben wir den Vorteil, dass es hier zu keinem Kurzschluss kommen kann. Ist auch für weitere Projekte eine sehr gute Idee, die wir hier einfach weitergeben möchten. Alle Informationen zu diesem ganzen Projekt, den Schaltplan und natürlich auch den Quellcode gibt es wie immer auf unserer Website zum Nachlesen. Der Link in der Videobeschreibung, und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Thank you.